meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Ranch Sim. Ich möchte heute erstmal, bevor wir wieder nach Bienen suchen gehen, beziehungsweise mich mal ganz kurz hier um meine Ziegen kümmern, denn die müssten jetzt auch wieder Milch geben, ne? So, wartet mal. Ein bisschen Ziegenmilch. Genau. Gibst du mir das mal? Danke. Snowbell ist auch gleich dran. Die gute. Da ist noch eine. Schnucki. Wartet mal, das ist eine, die... Genau, die kriegt auch ein Baby. Oh mein Gott. Alles klar. Alles klar. Gut, 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 gut. Warum auch immer hier wieder so eine Flatschen sind. Sag mal, Ziegen, macht hier so eine große Flatschen? Weil das Schweinchen ist es nicht. Ist ja unglaublich. So. Na, komm schon. So, ist die Kanne schon voll? Nein, nicht ganz. Wobei ich die aber trotzdem schon mitnehme. So. Weil die 2 Liter, die da noch rein können, bringt nicht viel, weil die ja immer 5 geben. So. Wartet mal, jetzt werde ich mal Ziegenmilch machen. Also Ziegenkäse. So, dann nehme ich jetzt noch ein Ei dazu. So, und da müsste ich doch jetzt Ziegenweißschimmel haben, genau. So. Und einmal rein da, genau. Und jetzt muss ich die Töpfe wieder anheben, ne? Oh, meine Maus, ey, Leute. So. Ach so, ja, ich habe ja hier auch noch 2. Die habe ich völlig vergessen. Aber ist ja nicht schlimm. Dann mach ich das halt doppelt gemoppelt. So. So. Okay. Aufheben. Ach, ja. Lass fallen, Fanny. Genau. Lass einfach fallen. So. Produkt nehmen. Oh. Hier ist ja schon gereifter Käse drin. Ups. Gut. Hier oben mache ich den Ziegenkäse rein. Lecker, lecker. Naja, nicht für mich. Ich mag keinen Ziegenkäse. Ich mag überhaupt nichts von Ziege. So. Und so. Okay, dann machen wir hier noch. Wie viel habe ich denn da noch drin? Na, jetzt ist 0 drin. Okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. So. Dann wieder Schimmel nehmen. Wunderbar. Und kochen. So. Wartet mal. Hier habe ich jetzt... eine volle Kiste. Ich müsste die mal langsam verkaufen, nicht? Ach so, es geht ja nicht. Ach, ja. Da war ja was. Na. So. Ah, nee, nee, die ist nicht voll. Ach. So, hier haben wir Weißschimmel.
Ach so, das heißt jetzt Kuhkäse, Leute. Seht ihr das? Ah. Kuhkäse, alles klar, alles klar. Ach so, du bist auch schon voll. Ah, Mann. Wow, okay. Das nennt sich jetzt also Kuhkäse. Ach so, ich brauche wieder eine Kiste. Ich müsste eigentlich mal wieder verkaufen gehen, ne? So. Mach mal zu hier. Nein. So. Und so. Gut. Und das ist dann halt Ziegenkäse. Okay. Dann weiß man jetzt auch in Zukunft Bescheid. Ach so, wartet mal, was sagt denn mein Eierkorb? Ein Ei ist drin. Na komm, dann nehmen wir. Wartet mal, wie viel ist denn hier drin? 30, okay. Dann kann ich den Korb wenigstens schon mal wieder dahinstellen. So. Ja, ihr macht einfach viel zu viele Eier, meine Lieben. Wirklich. So. Jetzt muss ich die auch noch hier einzeln aufsammeln, oder was? Mann, 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 Mann. Da ist noch ein Ei. Und ganz viel Kacker. Eigentlich wollte ich mich um den Honig kümmern, ne? Naja, ist halt so. Die Planung eben. Ist nicht. Nicht safe bei mir hier. So. Okay. Dann ab in diesen Stall. Ja, um die muss man sich ja leider nun auch kümmern, ne? Das ist ja leider so. So, jetzt bin ich wieder an den Kecker getreten. Soll ihr angeblich mal Glück bringen? Nein, ist der Korb schon voll? Oh nein. Der Korb ist schon voll. Ich muss mir unbedingt mehr Korb. War da nicht gerade Kekali? Hm. So. Dann stelle ich ihn einfach mal dahin. So, dann gehe ich jetzt mal nach dem Honig gucken. Bin ich mal gespannt. Hundert Prozent. Ach so, ja, okay. Die sind ja immer noch wild. Ich verstehe. Ach so, ich kann damit ja nicht rennen. Stimmt ja. So, einschalten, Hand nehmen, aufheben. So, und jetzt in die Schleuder, ne? Und dann? I don't know. So, ich muss das ausschalten auf jeden Fall.
was macht die dann, die Schleuder? Geht die erst, wenn die. Wenn die voll ist, oder was? Ah, okay, die tun mir wieder weh. Ja, keine Ahnung. Ach ja. Gut. Keine Ahnung, was die Schleuder jetzt so macht. Ich warte einfach ab. Vielleicht funktioniert die erst. Ah, wartet mal. Muss ich das da vielleicht irgendwie ranpacken? Das kann schon sein, oder? Wartet mal. Ich probiere es einfach. Ich meine, ich weiß es nicht, ja. Öffnen. Aber rein. Ah! Alles klar. Und jetzt wird da Honig reingemacht, oder wie? Jetzt wird es extrahiert. Oder so. Alles klar, alles klar. Und wie lange dauert das jetzt? Muss ich das jetzt ausschalten? Da ist noch 2%. Okay. Aber es wird nicht mehr. Vielleicht kann ich. Wird die 2% nichts mehr machen? Na gut, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Gut, okay. So, dann würde ich mal sagen, ich nehme sicherheitshalber noch so ein Ding mit. Wartet. Mach mal auf hier. So. Ach so, dann muss ich ja dieses Bienending wieder mitnehmen, ne? Diesen Smoker. Wartet. Einmal den Smoker mitnehmen. Nimmst du das jetzt mal in die Hand? Dankeschön. Okay. Dann werden wir einfach mal losfahren. Man hat, also ihr habt mir auch in den Kommentaren geschrieben, dass der ein oder andere auch nichts mehr findet irgendwie. Und ja. Also ich denke mal, das gestaltet sich doch als etwas schwierig, ne? Regelmäßig hier irgendwie was zu finden. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen dahin, wo die Beeren sind. Die Bären mit Ä und nicht mit E, ne? Nicht die Beeren, sondern die Bären. Ah, ich wollte schon sagen. Ihr seid ganz schön aggressiv, ihr Wildtier. Shit, ich habe jetzt vergessen zu gucken, was im Applikator steht. Naja, egal. Es fängt doch jetzt nicht wieder an zu regnen, oder? Ich krieg eine Panne. Ach, Spiel. So, ich gucke jetzt einfach mal hier. Hoppala. Bam.
Auf jeden Fall sind es dünne Bäume. Und nicht zu sehr am Straßenrand, wie gesagt. Oh shit. Unfall. Oh nein! Ja, super, hast du gut gemacht, Fanny. Ja. Also bei dem Wetter höre ich da sowieso keine Bienen. Voll unfair. Wow, nicht ins Wasser. Oh Gottes Willen. Oh, da sind, ist ein Bär wieder. Hoppala, hoppala, hoppala. Na, sag mal. Okay, es hört jetzt Gott sei Dank wieder auf.
ich fahre immer in der Nähe einer Straße, ne? Fällt mir mal gerade so auf. Aber jetzt mal ganz ehrlich, hier gibt es so schöne Stellen, wo wirklich Bienenstöcke sein könnten. Und was man findet, ist nichts. Also wenn es dann immer so anstrengend ist, irgendetwas zu finden, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie Spaß bereitet, wenn ich ehrlich bin. Meine, ja, ich könnte jetzt noch mal hier hochfahren. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendetwas finden werde. Mein Auto klingt irgendwie komisch, kann das sein? Meine arme kleine Knutschkugel. Guck mal, also hier wäre doch eine perfekte Stelle. Na, hier sind so viele schöne Bäume, wo sich doch Bienen absolut wohlfühlen würden. Aber sehen tue ich rein gar nichts. Wow. Ja. Okay. Wow, Gott. Kameraführung. Oh nein. Ich glaube, das ist vom Spiel auch nicht so. Jetzt fahre ich erstmal eine Weile rückwärts. Okay. Oh shit. Ja. Man hat dann auch denn nichts mehr in Griff, ne? Das ist dann tatsächlich richtig übel. Ich habe kein Benzin mehr, Leute. Wunderbar, Tankstelle ist hier. Was für ein Glück, Leute. Ich muss nämlich tanken fahren. Oh mein Gott. Was für ein Glück. Glück im Unglück. Eieieiei. So. Nimm doch mal. Danke. Wow. So. Aufheben. So, meine Lieben. Aber ich denke mal, das war es halt erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und ja,
Also wie ihr seht, ne, ich bin eine Weile schon gefahren und auch nicht wirklich an der Straße und so weiter. Aber Bienen zu finden ist wirklich sehr, sehr schwierig. Gut, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, bye bye.